Hello Friends, herzlich willkommen zu diesem Mallorca-Vlog. FLOG. Leute, Annika hat... Ich wusste nicht, dass es mein Turn war. Sorry. Annika und ich sind auf jeden Fall heute Morgen richtig früh geflogen. Wir sind um 3, ich bin um 2 oder so aufgestanden. Toll, jetzt sind wir auf Mallorca, Leute. Sehr cool hier. Annika, also. Annika hat erstmal nur einen Handgepäckskoffer, obwohl wir sie 23 Kilo hatte. Ich habe noch 4 Tage. Ich habe für 3 Nächte 19 Kilo eingepackt. Ich habe richtig übertrieben. Und jetzt geht's erstmal ins Gym. Ich habe noch nie so einen großen Koffer gesehen. Laura. Und sie hat nicht ein Gym-Outfit dabei. Ich wusste nicht, dass du Sport machen willst. Naja, auf jeden Fall, Leute, unser Hotel ist so schön. Ihr habt mir das empfohlen. Ihr habt uns das empfohlen. Wie heißt es? Cooks Club, ja. Palma Beach. Leute, sieht wirklich schön aus. Wow, wir sind bereit für die erste Poolparty heute. Ja, toll. Ja, heute ist das. Ja. After Work ist hier. Ja. Wir sind da durch. Ja. Alter, meine Kamera fällt einfach auseinander. Guck mal. Das hier oben ist einfach locker. Das ist gar nicht gut. Also, Friends, Annika ist jetzt im Gym. Und keine Ahnung, ich habe zum einen keine Sportsachen dabei und irgendwie auch nicht so Bock auf Gym. Ich will lieber jetzt hier chillen und wir sind ja eh nur 3-4 Tage hier. Aber es ist wirklich schön, also es sieht wirklich richtig toll aus. Toll, ich bin sehr glücklich gerade. Als nächstes hätte ich gerne einen Kaffee und danach hätte ich super gerne einen Potsdamer Martini. Kleine Roomtour, Freunde, das ist unser Zimmer. Also man kommt da rein, es ist wirklich winzig und man ist quasi direkt am Bett. So, oh mein Gott. Also es ist wirklich winzig. Es ist sehr übersichtlich, aber es ist süß. Und hier ist das Bad. Ja, das Bad sieht aber voll nah, also es sieht voll sauber aus. Oh ja. Hier lagen wir die ganze Zeit und da ist dieser Beach-Bereich. Schon nice. Und wir haben Sonnenbank. Ja, nice. Auf welcher Seite möchtest du surfen? Ich habe noch drüber nachgedacht, habe ich schon mal in Lissabon surfen? Lissabon. Ich habe nämlich noch überlegt, ja. Auf welcher Seite lieber. Ich glaube, ich schlafe immer rechts. Ich probiere jetzt Tiger. Ich schlafe uns aus links, ne? Du stellst vorne im Raum, oder? Hinten. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaub, wir werden uns da jetzt aber draufschmeißen. Achso. Eins, zwei. Wir sind jetzt kurz ein bisschen klar gekommen. Ich sehe immer noch ganz komisch aus, aber das beachten wir jetzt mal nicht. Kann ich kurz mal den Knie zeigen. Sehr pretty. Er ist von Shein, glaube ich. Ich bin schon was länger. Ich glaube, ich bin auch schon so ein bisschen braun geworden heute wieder. Ich war ja mal sehr braun, aber ich bin sehr weiß geworden. Jetzt... Warum hast du die Sonnenbrille auf? Zeig das Reel, was ihr gepostet haben. Achso, du repostest gerade. Oh ja. Mhm. Wir sind so produktive Mäuse. Ich weiß nicht, was ich dazu beigetragen habe. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach unten. Zum Pool. Hier was essen. Ja. Aber Essen ist ja auch am Pool. Oder? Alter, meine Haare, das kann doch nicht so sein. Guck dir das mal an. Das hier. Mein Gott, sieht so scheiße aus. Das hält halt auch nicht um. Doch, mit dem Kleber. Ich mach meine kleinen Haare und immer mit den... Aber dann kann ich die auch nicht mehr aufmachen, oder? Ja, da unten siehst du nicht. Aber wenn ich heute Abend dann, also... Ja, das hast du ja eh deine anderen Haare drüber. Oh. Portemonnaie brauche ich eigentlich nicht, ne? Nee, hast du am Handgelenk. Ja.
Gut. Das wäre praktisch, dass ich keine Zwölf hatte. Deswegen so. Hast du alles mit? Ich habe fast nichts mehr hier drin. Ich habe eigentlich nichts drin. Ich habe Wir haben Zimmer Nummer 451, falls du es vergessen sollst. Ich vergesse was nicht. Ah ja, ich habe auch eine Roomtour gemacht. Ja, aber weil das nicht... Ja, ich vergesse. Obwohl, steht nie auf der Karte drauf, ne? Top! Annika und ich sind fertig fürs Dinner. Woo! Ich habe so ein Kleid an von My Jewelry und Annika auch. So hübsch. Ich habe die beiden mitgenommen für die Dekoration. Die wir jetzt abschuten müssen. Eigentlich geht es ja im Schmuck. Aber ja, das müssen wir jetzt noch kurz machen. Das ist das Kleid. Das hat so puffige Ärmel. Yes. Heute machen wir einen entspannten Abend. Die haben mir ultra viele Empfehlungen gegeben. Sorry! Eigentlich wollten wir ein bisschen mehr Sundown Pictures machen, aber geil. Oh, oh Gott! Hab ich jetzt weh getan? Nein. Tony! Shooting Location, Shooting Action mit Annika. Woo, woo! Oh ja! Sieht gut aus. Palme oder so. Ja. Annika ist eine Katastrophe, Leute. Wir machen hier Pics. Und hier sind so schöne Orte. Hier ist überall so schön. So vor allem mitten auf der Straße. Und was möchte Annika? Annika möchte einfach eine weiße Wand. Ja. Annika möchte ein bisschen Bild vor dieser Wand Annika da haben. So möglichst clean. Einfach clean. Das ist ja ein Steinwand. Willst du jetzt ein Pic machen? Mal probieren. Ja. Kein Problem. Ich lasse das, dass du das an. Wir haben richtig coole Pics im Hotel gemacht mit Blitz. Ich glaube, die sind krass drauf. Meine Haare fangen an aufzubuschen. Ja, doch, das könnte was werden. Ja. Okay. One moment. Okay. Ganz Körper? Ich weiß nicht. Warte. Ich glaube nicht ganz Körper. Zwei, drei mit ganz Körper machen oder? Ja. Naja, sieht gut aus. Toll! Nicht viel bewegen, nicht so schnell! Annika ist fast and furious. Oh ja, seitlich gut. Zur Seite gucken? Ich dachte, die andere ist die Schokoseite. Ja, doch, weiß schon. Nicht so ganz seitlich, so diagonal, ja. Oh ja, das ist der classy Move, der classy Annika Move. Ich muss einfach mal meine Sonnenbrille anziehen. Vielleicht bin ich nee. Nee, ohne schöner. Ach, nee, überfordert. Schon wieder. Aber es ist nicht aus. Meinst du, da war was dabei? Ich finde sie sehr schön. Oh. Laura. Was? Sie werden's. Ja? Nein. Ach, Annika. Ich glaube das nicht. Das hätte unser Bus sein können. Das hätte unser Bus sein können. Aber wir haben nicht übertrieben. Wir sind nicht übertrieben. Wir gehen auf jeden Fall zum Meer, da machen wir mehr Pics. Im Meer. Nein, aber ich will am liebsten auch welche mehr. Nein, nicht heute, aber. Ja. Aber das kann ich sonst in Griechenland machen. Nee, machen wir. Ja, kommst du da auch ins Meer? Ja. Ich komme auch. Oh, hier ist auch schon wieder clean. Ja. Danach gehen wir essen. Heute gehen wir entspannt essen. Wir wissen, was richtig gut ist. Also, Empfehlung. Wow. Wow. Schon das dritte Mal, dass ich dieses Jahr einmal auf Mallorca bin. Toll. Hier. Wow. Charlie. Warum musst du eigentlich noch ein Selfie machen? Mit dem Handy. Okay, warte, ich bin so riesig. Toll! Das ist. Okay. Guten Morgen, Freunde. Wir haben richtig. Also, was ist richtig früh? Wir sind richtig früh aufgestanden, um 7:30. Wir haben jetzt 9:00, wir haben uns fertig gemacht, Sachen gepackt.
Dann haben wir so ein paar Bilder und so hier am Pool gemacht. Ich muss mir jetzt mal angucken, wie das aussieht. Ich musste auch noch was anderes gerade für eine Kooperation machen. Und Annika hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich bin gespannt, wie es so geworden ist. Und ja, jetzt gerade im Gym. Danach gehen wir frühstücken und dann chillen wir hier den ganzen Tag. Ich freue mich. Ja, heute wollen wir ein bisschen steiler gehen als gestern. Wir waren irgendwie ich habe es gar nicht mehr erzählt, wir waren essen, aber auch nicht so in was mega Besonderem, finde ich persönlich. Also würde ich jetzt nicht empfehlen. Und ja, danach war hier noch so eine Party im Hotel, aber da waren irgendwie nur alte Leute. Deswegen sind wir dann auch gegangen und haben, glaube ich, kurz vor 12 geschlafen. Ich habe einfach durchgeschlafen bis 7 Uhr. Dass ich 7 Stunden durchschlafe, ist ein absolutes Wunder, aber ich war wirklich einfach nur unfassbar müde. Zurück vom Sporteln. Wie schön sieht Annikas Essen aus? Oh nein, mit dem Croissant sah es noch schöner aus. Und meins. Alter, meins sieht so schrecklich aus. Lol. Einfach ein Crepe mit Ananas. Und Leute, das ist ganz wichtig. Irgendwie esse ich im Hotelurlaub immer so Brötchen mit Gouda und Glöckchen. Das ist voll mein Ding. Hello friends, here we are again. Habe ich heute schon gebloggt? Ja, oder? Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall. Können wir noch kurz ein Outfit checken? Wir haben nichts an. Was sollen wir checken? Absolut unangenehm, Leute. Leute, wir müssen jetzt zum Bierkönig, zum Megapark, wegen David, weil er noch auf irgendeiner Party ist und unbedingt möchte, irgend so ein T-Shirt möchte. Oh. Oh. Okay, können wir machen kurz mal ein Insta noch ein. Alter, mein Handy ist so dreckig. Ob es das hält? Das ist der erste Mal dran. Runter. Okay, komm, wir müssen erst was näher ran. Hoffentlich fällt das nicht runter, dann ist er am Arsch. Ja. Oh, ich hab mein Taschel falsch angehabt. Leute, wir müssen jetzt zum Megapark. Es sind aber 15 Minuten Weg. Wir machen das nur für David. Also Annika sollte eigentlich schon mal Megapark oder Bierkönig auch sehen in ihrem Leben. Man muss aber nicht. Aber wir hätten halt auch den Bierkönig wählen können, der hier direkt ist. Also wir wollen jetzt da nicht irgendwie was machen. Also wir wollen einfach nur was angucken. Am Ende versagen wir doch bis Montag. Ich war ja schon mal im Bierkönig, Leute. Ja. Also vor, ich weiß gar nicht, vor 5 Jahren oder so, war ich mit CC, Yannick, David und ich, waren fünf wir... Jahren. Oder 4 Jahre oder so? Das war ein Bitch, war. Ja. Drei. Oder vor 3? 3, 4 Jahren? Wir kennen uns schon. Ja. Genau, waren wir da auf jeden Fall. Und da war es auch cool, aber wisst ihr auch nur mit den bestimmten Getränken was. Cool. Oh komm, wir müssen jetzt wieder Brille kaufen. In Liga, ne? No, it's in... We need it in purple. In purple? Yeah. Finish. No? Okay, thanks. Bye. Bye. Ja. Wir brauchen so eine ganz bestimmte Sonnenbrille. Ja. Irgendwie finde ich es schön hier. Oder? Ja. Ich weiß nicht, wie Bäumchen. Annika. Das auch. Aber hier, weißt du, diese Kakteen. Also ich weiß nicht, wie sie jetzt aussehen wird. Ja. Annika war halt vorher schon öfter auf Mallorca, aber nicht hier so in der Ecke. Und sie war skeptisch. Ich meine, keine Ahnung, ich finde so... Ich glaube, diesen Urlaub einfach gut. Ja. Kein Mitspracherecht. Das Ding ist, wisst ihr, also es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt am Ballermann sein möchte oder zum Beispiel jetzt unten am Ballermann gestern, wo wir essen waren abends. Es war jetzt nicht schön. Also es war schon wild. Ja. So, da passen wir jetzt nicht so rein, aber ich mag es irgendwie gerne, wenn man so nach Mallorca fliegt, hier direkt zu sein, weil es ist halt alles so easy. Es ist direkt am Flughafen, man fährt nur so irgendwie 10 Minuten zu den Hotels und hier ist eigentlich auch alles, hier ist das Meer direkt.
Also natürlich gibt es schönere Orte auf Mallorca, aber ja, wir wollten halt auch kein Auto. Wir wollten eh einfach, also wir wollten eh einfach nur im Hotel chillen. Ja. Ja. Brandy passiert. Oh, und was ist das? Ich dachte, ich mit ihrer Zigarette absch. Weil hier ist ja richtig ruhig. Ich dachte, hier steppt der Bär jetzt. Das hat gar nichts los. Meine erste Mission erledigt. Wir mussten diese Brille hier in Lila besorgen und ich durfte nicht mehr als 5 Euro ausgeben. Mission erledigt. Brille gefunden, weil diese Lila ist hier wohl nicht wohl rares Gut. Wir mussten einige fragen, aber okay, erste Mission erledigt. Wir sind jetzt hier unten. Jetzt müssen wir diese T-Shirts besorgen. Leute, wir waren erfolgreich. Wir haben die T-Shirts bekommen, die Lila nennen. Annika ist verstört, absolut verstört. Es war schrecklich, es hat gestunken. Und es ist einfach verstörend. Hier so der Megapark. Aber ansonsten ist es hier schön am Strand. Also ihr seid voll. Machen kurz Pics und dann gehen wir zurück zum Hotel. Verstörend! Hilfe! Schreibt mal in die Kommentare, dass Laura bitte schneller trinken soll. Danke. Mit deiner No-Drama-Cap. Toll. Toll. Ja, ich bin ein bisschen rot. Was denkst du, ich denke, ich bin tot? Mein Gesicht ist auch rot, ne? Hab ich auch so liebe Stirne. Oh nein. Nein. Ich denke, ich bin tot. Nein, ja. Blau. Und wir machen euch noch natürlich noch einen Outfit-Check. Richtig. Richtig! Bitte? Morgen ist Haberstag. Morgen ist Haberstag, ja, bei mir auch. Ich bin nicht so farbenfroh wie Laura. Ich soll mich immer drehen, sagt Laura. Jetzt gibt es. Ich hab so Hunger. Eben, ich hab noch so ein. so ein Video gedreht, so ein kleines Get Ready with Me. Also, wo ich mich geschminkt habe. Und ich sag's euch, beim Eyeliner habe ich schon richtig gezittert. Annika meinte gerade, als ich ausmache, ich wäre nicht hangry. Ja, du bist. Schatz, nicht, merkt ihr das? Du bist echt nicht hangry. Vielleicht liegt's an meinem. Das kann ich gut zusammenreißen. Und. Sehr schnell hangry. Leute, echt? Ja, ich. Ja. Wenn ich wirklich richtig doll Hunger habe, ja, dann bin ich auch schnell hangry. Und ich wollte gerade noch irgendwas. Achso, Leute, ich bin ein kleiner Crabsy. Man sieht's aber. Aber man sieht es nicht so krass, weil das Kleid noch rot ist. Warte mal, morgen ab. Morgen ist wieder weg. Ich bin sicher. Aber mein Stirn ist ein bisschen brown. Nicht brown, leider nicht. Ein bisschen rot und ich habe deswegen sehr viel Schminke da drauf. Dann sieht man es nicht so. Wir sind also jetzt im Restaurant. Leider haben wir einfach keinen Tisch hier. Das wäre so schön gewesen. Aber es ist so pretty. Toll. Und der Miraval ist leer. Jetzt müssen wir was anderes bestellen. Sushi. Wow. Freunde, ich zeige euch kurz das Essen und dann machen wir uns einen schönen Abend und ich mache die Kamera weg. Sieht so lecker aus. Oh, schmauselig. Müsst ihr unbedingt hin. Hallo Freunde, wir haben den nächsten Tag. Den letzten Tag. Wir haben gestern nicht gevloggt. Toll. Wir sind schlechte Vlogger. Schlechte Vlogger. Wir haben uns gerade noch. Wir haben uns gerade wieder was zu snacken geholt hier an dieser, ja. Hier ist der Pool, hier chillen wir. Ich habe einen Lachsburger mit Avocado. Annika hat ein Club-Sandwich. Das werden wir jetzt snacken. Und um 6 oder so müssen wir zum Flughafen. Annika und ich traurig. Annika und ich meinten schon, wir wollen das jetzt jedes Jahr machen. In diesem Hotel hier. Cool. Sehr cool. Yeah. Ja. Guten. So, Freunde, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Und wir hatten gerade noch ein tolles Erlebnis. Wir waren so duschen hier unten im Keller.
weil wir unsere Zimmer nicht mehr haben und jetzt gleich zum Flughafen müssen. Wir waren die ganze Zeit im Pool. Und Leute, ich sag's euch, ich war erst duschen und Annika war noch an ihrem Koffer und dann ist Annika in die Dusche und auf einmal schreit die wirklich um ihr Leben, springt aus der Dusche raus und da waren einfach Kakerlaken. Es war so widerlich. Also am liebsten hätte ich es gefilmt, so ungefähr. Einfach diese Reaktion. Sie sind wirklich rausgesprintet und jetzt hat Annika wirklich geduscht. Annika war ungelogen kurz vor der Panikattacke. Wir beenden jetzt aber auch den Mallorca-Vlog. Ich hoffe, er war cool. Hallo! Annika ist auch eine Schockstarre, ja. Also, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Ja. Tschüssi! Adios, Freunde. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Tagabend, was auch immer gerade bei euch ist. Und würde sagen, wir sehen uns spätestens nächste Woche hier auf... Ach, mein Auge trennt. Spätestens nächste Woche hier auf YouTube. Ich würde sagen, adios. Ganz kurz nach vorne eingeschoben. Wir gehen jetzt und das hier war das Hotel Cook's Club. War echt nice. Also es war echt cool hier. Das war's jetzt wirklich mit dem Vlog. Tschüss!